Hi Leute und willkommen zurück zu Super Metroid. Wir haben beim letzten Mal, oder war es eventuell schon beim vorletzten Mal, ich weiß nicht, ich glaube beim letzten Mal, einen Boss besiegt und den Grapple Beam bekommen. Und der Grapple Beam, da fallen mir noch zwei, drei Stellen ein, wo wir damit weiterkommen. Die andere Stelle haben wir auch erst in einem der letzten Parts nochmal Besuch gehabt und sind da irgendwie nicht weitergekommen, weil wir uns an der Decke nicht festgrappeln konnten. Ich meine, das wäre in Brinstar gewesen. Aber auch das wird sich irgendwie nochmal zeigen müssen. Welchen Raum hatten wir hier nochmal? War hier nicht auch so ein Ding gewesen? Ich glaube... Naja, festgrappeln kann man sich an denen nicht. Komm, geh kaputt. War hier nicht auch... Ah, hier kann man nicht raus. Obwohl, hier kann man... Nee, Anlauf nehmen kann man hier nicht. Eigentlich sehr schade. Okay, man kam, glaube ich, auch anders oben rein, indem man hier einfach weiter hochging. Daran erinnere ich mich noch, aber ich weiß nicht mehr, was uns da oben noch aufgehalten hat. War da eine Tür, die man nur von der anderen Seite öffnen konnte oder sowas? Ich weiß es nicht. Boah, es ist unglaublich, wie viele Slowdowns dieses Spiel hat, ne? Liegt das am Emu? Oder war das echt auf dem Super Nintendo auch schon so? Shit, wir sind runtergefallen. Ach, hier. Ich will doch jetzt nur noch mal hier rüber. Und ich wollte gerade sagen, und wenn ich ein bisschen Schaden dabei nehme, dann ist das halt so. Ach doch, hier war auch ein Grapple. Ich hatte doch sowas in Erinnerung. Nice, dann kommen wir hier jetzt auch mal rein. Ist zwar nicht das, was ich eigentlich meinte, wo wir mal hinwollen. Das hatte ich schon längst wieder vergessen. Das hier auch so ein Raum war mit so einem Grapple an der Decke. Wavebean haben wir erhalten. Okay. Mal eben hier in irgendeinem Raum versteckt, den ich schon längst wieder vergessen hatte. Genau, jetzt macht das Ding noch so Waves. Was das uns eventuell sonst noch bringt, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Dass jetzt auch nochmal spezielle Türen aufmacht oder so. Aber keine in irgendeiner Farbe, die wir da irgendwie schon gesehen hätten, ne? Naja, wir haben einen Wavebeam erhalten. Und ja, es ist weiterhin ein weißer Punkt in den Raum, dass wir die Sache nicht besser machen. Oh. Oh Gott, Gott sei Dank war da ein Dingens drin gewesen, dass man da durchfällt. Sonst hätten die Dornen jetzt vielleicht auch nochmal unser Ende bedeutet. Ja gut, haben wir mal zwischendurch mal eben den Wavebeam mitgenommen. Das ist okay. Vielleicht wirkt es auch einfach nur, dass unser Dingen mehr Schaden macht. Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Sieht ein bisschen anders aus und macht vielleicht mehr Schaden. Ja, ich glaube, wir haben vorher deutlich mehr als drei Schüsse auf den gebraucht. Ja, und er friert, glaube ich, auch schneller ein. Okay, jetzt kriegen wir ab und zu mal Mega-Missiles. So, was war hier noch gewesen? Weiß man's? Ich glaube, da waren wir überall gewesen. Hier kann man auch grappeln. Man kann hier überall grappeln. Wir sind auch noch nicht gewesen in diesem Raum. Oh. Achso, ich dachte, da unten könnte man noch stehen. Konnte man aber offensichtlich nicht. Immerhin nochmal ein Missile-Container. I like. Mittlerweile haben wir echt einiges an Items gefunden, finde ich, ne? Und da oben passiert auch noch irgendwas. Sehr schön. Hier geht's immer noch weiter. Thank you.
Aber dem tut's ansonsten nichts. Dem da hinten schon. Oh, mal wieder professionell in die Lava gesprungen. Oh nein. Doch, ich habe doch die richtige Taste gedrückt, um nach unten zu schießen. Ach so, mit dem Steuerkreuz drücke ich da mal. Noch ein Missile-Container. Und da oben auch noch ein Ersatz-Energy-Container. Ersatz-Energy-Container sind übrigens genau das, was sie sind. Oder was der Name schon sagt. Ersatz-Energy-Container. Die sind ja im Moment auf automatisch gestellt. Ne? Das heißt, wenn die Ersatz-Energy-Container voll sind und ich abnippel, dann füllen die mich auch wieder ein bisschen auf. Die haben, glaube ich, leicht andere Regeln, was das Aufladen betrifft. Aber ich habe mir leider nicht gemerkt, wo da genau die Unterschiede waren. Es ist auch relativ egal, ehrlich gesagt. So. Haben wir doch schon wieder was? Ein paar nette Sachen mitgenommen, wollte ich gerade sagen. Achso, da oben geht's raus. dann können wir jetzt aber zu dem Raum oder zu den drei Sachen, die mir noch einfallen für den Grapple Beam weiter, ja, die ich ursprünglich mal im Kopf hatte. Dafür müssten wir aber zuerst mal, glaube ich, wieder nach Brinstar zurück. Wir können hier mal wieder speichern, offiziell. Offiziell gespeichert haben wir auch schon länger nicht mehr. Klar, zwischen den Parts save ich auf jeden Fall per Virtual Console, auch falls ich mal ein anderes Spiel oder so zwischendurch spielen will. Das ist echt ganz praktisch, dass man dann exakt da weitermacht, wo man aufgehört hat. Kein Hin- und Hergerenne für die Kontinuität oder so zwischen den Parts. Das finde ich ganz angenehm. Boah, ich drücke so viel nach oben auf dem Steuerkreuz. Das fällt mir jetzt erstmal auf, obwohl ich eigentlich die ganze Zeit versuche, oder nur noch links drücke eigentlich. Muss man echt drauf aufpassen. Boah, zu viele Gegner. Slowdowns. Ach komm, jetzt komme ich da nicht rauf, oder wie? Nö. Ich glaube, die kann man zwar einfrieren, aber kaputt gehen die nicht. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wo wir hier gerade hergehen, aber es ist auch der einzige Weg, den wir haben. Ohne Witz, wenn wir noch irgendwann durch Lava gehen können und durch Säure oder was auch immer es ist, ey, es würde noch so viel zu erkunden geben. So, eigentlich müssten wir doch jetzt bald mal an einem Übergang Richtung Norfair sein, wenn ich mich hier richtig erinnere, oder? Ja, wenn ich nicht hier wieder ganz runterfallen würde. Boah. Samus, dreh dich doch mal im Sprung. Mensch. Auch das macht es aber nicht besser. So, ich glaube, von hier geht's besser. Ja, jetzt kommt mir noch dieses Viech entgegen, natürlich. So, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier weiter rauf geht. So, die Frage, ob wir irgendwo auskommen, wo es mich grob dahin bringt, wo ich möchte. Ansonsten müssen wir wieder die ganze Runde am Raumschiff vorbei. Über Serania? Ne, wie heißt es? Ich weiß nicht, wie das Startgebiet heißt. Das kann ich mir nicht merken, irgendwie. Genau, da links, wo es so blau ist, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da zumindest einen Schritt weiter kommen. Ob wir wirklich bis in die letzte Ecke des Raumes kommen, das wird sich noch irgendwie zeigen müssen, bin ich mir nicht so sicher. Manchmal bedingen solche Räume ja auch mehrere Goodies, beziehungsweise haben wir ja schon festgestellt, wir waren ja schon da mit der Powerbombe, aber sind dann trotzdem nicht weitergekommen. Ach so, ich habe mal nachgeguckt, wie ich beim ersten Mal hier rübergekommen bin, ne? Ich habe es beim letzten Mal nicht gerafft. Ich habe ja letztendlich hier den Special-Sprung gemacht von der Mauer ab. Aber beim ersten Mal habe ich mich hier hingestellt und auch von hier aus ging es irgendwie. Aber ich frage mich, warum geht das denn? Warum hat der High-Jump nochmal irgendwas am Sprungverhalten geändert? Wenn man jetzt oben gegen die Decke stößt oder so? Also ich bin hundertprozentig, ich habe es in meinem Video gesehen, dass ich es von dieser Kante aus gemacht habe. Aber ich glaube, da hatte ich tatsächlich den High-Jump noch nicht.
Und der lässt einen an der Stelle nicht so weit kommen. Naja, ist auch egal. Ich habe ja mittlerweile einen anderen Weg gefunden, darüber zu kommen. So. Oh no. Oh, ich hasse diese Passagen ohne Witz, ey. Und dann fangen die Viecher wieder an zu leben und man macht wieder alles von vorne und dann macht sie einmal einen Rollsprung und dann ist wieder alles im Popo. Es lässt sich irgendwie besser kontrollieren, wenn man nicht rotiert, finde ich, so einen Sprung. Zumindest von der Platzierung her. Achso, Powerbombe. Weitere Powerbombe. So, das wäre mal Raum Nummer 1, wo wir, glaube ich, mit Grapples zumindest noch ein bisschen weiterkommen. Achso, ich wollte es hier nicht zu dunkel machen, ne? Oh. Hier jetzt zu sterben wäre echt dämlich. Ja, wir kommen zumindest weiter. Oh. Naja, irgendwie kommen wir weiter. Wenn wir dabei ein bisschen Leben verlieren, dann ist das halt so. Oh. Nein. Uff. Boah, so. Habt ihr gesehen, wie krass weit der Grapple geht? Es ist unfassbar. Zumindest gerade nach oben. Okay, Pausenraummusik irgendwie. Hätte ich erst oben her gewollt. Was löst es hier immer aus, dass es rauf und runter geht? Eine Powerbombe auf jeden Fall. Aber der Rest ist mir nicht so hundertprozentig klar. Muss doch nicht jedes Mal eine Powerbombe hier auslösen, oder? Um hier rauf und runter zu kommen. X-Ray Scope. Select die Pyramide und press and hold the A-Button. Oh Gott, noch ein Item mehr, was wir über dieses komische Menü auswählen. Ah, okay. Der Röntgenblick erlaubt es uns, überall durchzugucken. Und dann sieht man auch geheime Gänge. Goodies und sonst was wahrscheinlich. Ach, da oben geht's rein. Dann wird das wahrscheinlich der Weg raus sein, oder? Ich glaube einfach nur diese Dinger, diese Rauf- und Runter-Dinger, die müssen irgendwie Schaden abkriegen, ne? Dann bewegen sie sich. Okay, X-Ray Scope gefunden. Pretty nice, muss ich sagen. Jetzt kann man hier überall die Wände abscannen. Aber es ist ziemlich viel Select-Drückerei nach wie vor, um hier Items auszuwählen. Boah, jetzt sind wir tatsächlich gleich hinüber. Da hätte ich weniger Bock drauf. Na gut, jetzt kriege ich hier Megabomben. Will man Heilung haben, kriegt man Megabomben. Nice. Und zwar eine nach der anderen. Okay, jetzt haben wir da oben aber unsere Fertigkeitenleiste haben wir langsam voll, ne? Ja, jetzt fehlen noch ein paar Suits, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, nicht ganz runterfallen, bitte. So, jetzt wollte ich noch. Ist doch hier ein Brinstar, ne? Es kann sein, dass wir in diesem Raum da jetzt auch reinkommen, wo das Blaue ist, dass wir da noch was machen können. Aber ich wollte noch irgendwo hin, wo es was zu grappeln gab. Oder war es das hier gewesen? Das Raumschiff fällt mir noch ein.
Also am Raumschiff rechts meine ich, an unserem Raumschiff. Aber ich meine, ich hätte noch irgendwas im Kopf gehabt. Aber ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher. Vielleicht da oben, aber das ist jetzt ewig weit weg. Genau, in diesem senkrechten Raum da. Kommen wir da von hier aus hin? Eventuell muss ich wieder runter. War nicht noch eine Tür auf halbem Weg? So, einmal hier drüber geflitzt. Ah, schön, so viel. Ach, guck mal, jetzt können wir. Oh, jetzt stecke ich drin. Das ist auch eine Eigenschaft vom Wavebeam, ne? Der schießt durch diese Türen durch, dass ich die jetzt auch von der anderen Seite endlich mal öffnen kann. Na, Gott sei Dank, das erleichtert uns auf jeden Fall auch den einen oder anderen Weg. Definitiv. Boah, das ist eine Erleichterung. Gut, dass wir den jetzt gefunden haben. So, ich hoffe, dass wir jetzt auch hier hinkommen, wo ich hin möchte. Ah ne, also das Fliegen fehlt uns auch noch. Ich glaube, dass man in der Luft wieder abspringen kann. Das bin ich mir ziemlich sicher, dass es das noch gibt. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, hier wollte ich hin. Genau, hier über uns quasi war auch noch so ein Grapple irgendwo. Und in die Tür, da will ich rein. Oh nice, dass dieser Schuss durch alles durchschießt. Ich freue mich, Leute. Da ist unser Grapple. Unsere Grapple-Stelle. Verkackt. Falscher Knopf gedrückt. Sorry. So, es beschert uns auf jeden Fall erstmal Missiles. Das ist gut. Da ist Powerbombenzeit. Okay, wir können auch erstmal hier runtergehen. Da scheint es auch nochmal links durchzugehen, oder? Vielleicht ist das unten dann auch eher der Ausgang, die Tür. Boah, das Ding hier ist auch schon mächtig, ne? Der Röntgenblick. Zumindest, wenn man alle Goodies finden will. Okay, das erklärt aber auch, wie man Sachen, die in der Decke und so versteckt sind, ein bisschen leichter und effizienter erfindet. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch einen Reserve-Energietank. Ich würde trotzdem nur ungern sterben, wenn es sich irgendwie mal vermeiden lässt. Ich würde gerne speichern vorher. Es ist ein cooles Gadget, unser Röntgenblick. Powerbombe, nice, I like. Für eine Powerbombe lohnt sich's immer. Auch da sind wir mittlerweile nicht mehr so knapp. Sehr schön. Ja, ich vermute mal. Wir müssen einfach mal wieder hier ein bisschen Schaden dran machen. Können wir auch einfach drauf schießen? Ja, können wir auch. So, hier ist nichts durchlässig soweit. Doch, nach oben war was durchlässig. Seltsam. So. Aber dann ist da Ende. Das nur, damit man hier stehen kann, oder wie? Ja, das macht so den Eindruck. Witzig. Okay, und jetzt kommen wir hier durch die Tür wieder raus, zurück in den Raum, wo ich dachte, das wäre eigentlich eine Eingangstür. Gut, wie sieht es denn mal mit Leben aus? Wir könnten uns hier zumindest ein bisschen Leben mal machen. Wahlweise auch Raketen. Na, Leben auch.
Aber es sieht eher nach Raketen aus. 85 Raketen haben wir mittlerweile. Damit kommen wir auf jeden Fall eine Weile aus. Und Leben geben die Viecher auch noch. Okay. Das ist schon mal gut. Dann nehmen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Leben mit. So 3-4 Balken müssen wir auf jeden Fall mal voll kriegen. Und sie lassen ja auch Gott sei Dank jedes Mal ein großes fallen, nicht nur ein kleines. Naja, manchmal auch ein kleines. Aber so viel Leben, wie wir mittlerweile haben, dauert es doch eine Zeit lang, sich hier komplett voll zu machen. Boah, das war knapp gewesen. So, aber ich denke, so soll langsam mal reichen. Ja, oh, der hinterlässt uns auch noch was. Dann können wir auch noch mal in den Raum hier reingucken. War das der Raum, wo man sich auch oben irgendwie so grappeln konnte? Ja, er war's. Aber ich bin mir noch nicht sicher, was mir das hier wirklich bringen soll. Es ist doch eher... Wie war das nochmal? Wenn ich den hier gemacht habe, ist auch irgendwas passiert, ne? Ah ja, da drüben ist auf jeden Fall so ein Lift, der raufgeht. Ach so, mit dem... Ah, mit unserem Schuss kommen wir jetzt hier einfach durch. Ach, Samus, stell dich doch mit diesem Wandsprung nicht so an, bitte. Boah, es ist aber auch schwierig. Ah ne, die Tür bleibt erstmal auf, ne? Okay, wir haben mal wieder irgendeinen Goodie-Raum nebenher entdeckt. Ein Energy-Container, ja, den nehmen wir auch mal gerne mit, ne? Mehr Leben ist auch immer gut. So, wir haben jetzt mit der mit dem Lebensbalken, glaube ich, knapp die Hälfte überschritten. Heißt das, wir haben auch die Hälfte des Spiels hinter uns. Beziehungsweise ich eh davon ausgehe, dass ich nicht 100% sammle. Wahrscheinlich auch eher ein bisschen mehr als die Hälfte des Spiels, ne? Zumindest wenn die Energy Tanks das einigermaßen gleich einteilen für uns. So, besten Dank für den Energy Tank. Dann habe ich jetzt, glaube ich, alles, was mir in Sachen Grapple gerade noch einfällt. Oh, das wollte ich nicht. Dann könnten wir eigentlich... wie man da unten wohl hinkommt, ne? Habe ich auch noch nicht so recht so eine Idee. Wir könnten auf jeden Fall oben mal regulär speichern, wo wir gerade schon hier sind. Und dann könnten wir zum Raumschiff zurück. Und da gab es auch noch rechts vom Raumschiff was zu grappeln. Und da gehe ich eigentlich auch davon aus, dass es da weitergeht. Dafür müssen wir aber nach, ja, zum Startgebiet zurück, wo ich mit dem nicht genau weiß, wie es heißt. Aber ich komme darauf, welche Namen sehe. Hohohoho. So, darunter wollen wir eigentlich auch nicht mehr. Ja gut, jetzt könnte man hier überall rum scannen, aber es dauert halt auch seine Zeit, ne? Kann ja theoretisch überall hier was versteckt sein, in der Decke und im Boden. So, Lebensenergie wieder voll, auch sehr schön. Achso, hier wäre ja auch noch eine Safe Station gekommen. Wir können gleich am Raumschiff das nächste Mal safen.
Aber es muss eigentlich, es muss zumindest noch, ich glaube, ein Wassergebiet kommt noch. Da sind wir auch schon mal durch so einen Glastunnel gegangen. Haben wir eigentlich in diesem Glastunnel? Da haben sie die Powerbombe, ne? Haben wir das schon jemals? Da unten wäre es. Da war, glaube ich, dieser Glastunnel. Da wollte ich auch mal eine Powerbombe drin zünden. Ob der dann irgendwie kaputt geht. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir dafür zu weit weg. Das hätten wir machen können, als wir weiter rechts gewesen sind. Einmal hier scannen. Immer verdächtige Räume. Reiseräume. Die ging jetzt nicht so bemerkenswert schneller kaputt. Naja. Nee, wir wollen rauf. Erste Space Pirates. Hier ist tatsächlich nichts drunter. Boah, wir können durch alles durchschießen mittlerweile, ne? Mega krass. Ach so, ja, beim Rennen ist es eher hinderlich. Achso, da ist nur dieser Deckenzapfen weg. Ich wollte schon sagen, boah, ist ja auch noch was in der Decke, aber es war nur der Deckenzapfen. Achso. Boah, diese Steuerung, ey. Also, ich finde nach wie vor, es ist ein Hammer-Spiel, ne? Von der ganzen Map, von den Fähigkeiten her. Es ist einfach super cool von den ganzen Goodies und so, von der Atmosphäre, auch von damals, von den damals damaligen Verhältnissen, von der Grafik her und so. Aber diese Steuerung, ey, boah, die müsste in irgendeiner Art Remake oder Remaster dringend mal überarbeitet werden. Dieses fünfmal Select drücken, um an den X-Ray zu kommen, das geht ja nicht. Selbst zu Super Nintendo-Zeiten, ohne Witz, welcher Game Designer dachte, dass das eine gute Steuerung ist? Judy, dann gehen wir jetzt mal hier rechts und gucken mal zumindest, ob wir da noch durchkommen. Na ja, gut. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist. Das ging schneller, als du dir gedacht hast, war mein Freund. Genau, hier kann man grappeln. Und gibt's nur das Goodie oder geht's hier weiter? So, das Goodie hätten wir schon mal. Dann können wir uns jetzt mal auf das weitere Schwingen darüber konzentrieren. Und mal gucken, was es hier eventuell noch gibt. Erstmal fahren wir wieder tief ins Wasser runter natürlich. Es schreit hier eigentlich danach, ne, einen Anti-Gravity-Suit zu kriegen. Guck mal. Na, nein, ey. Ich wollte eigentlich nur sagen, es sieht da bröckelig aus. Und ich wollte mal ein paar Raketen gegenschießen oder mal mit unserem X-Ray durchgucken. Aber irgendwie hat es dafür nicht gereicht, weil ich mal wieder vorher runtergefallen bin. Ach so, das heißt nur, die gehen kaputt. Wenn ich es loslasse, ja, okay. Oder einfach nach einer Zeit kaputt. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. So, hier kommen wir auf jeden Fall. Wir sind immer noch an der Oberfläche. Wrecked Ship. Okay. Hier, was wollte ich sagen? Ich weiß nicht mehr. Hier sind wir nach wie vor an der Oberfläche und hier geht es auf jeden Fall irgendwie weiter. Hier ist nach wie vor eine blaue Karte. Ich glaube, hier geht erstmal nicht so viel. Wir können keinen Anlauf nehmen, etc. Müssen wir mal gucken, dass wir uns hier irgendwie über Wasser halten, denke ich. Das
Was ist, wenn wir hier reinfallen? Achso, doch. Durchlaufen kann man durch diese Dinger überall, aber es ist halt ziemlich träge. Hier geht's sogar tatsächlich noch rein, aber nicht für uns. Naja, wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich das anstellen soll, wenn man mit der Morphball-Bombe hier nicht springen können. Hier ist auf jeden Fall ziemlich wässrig. Hier wird es wohl auf jeden Fall den Anti-Gravity-Suit irgendwo geben. Ich glaube, da wollen wir rein. Aber ich glaube, das Gehangel oben rum. Okay, man kann schon ziemlich weit springen unter Wasser, nur nicht allzu hoch. Ja. Okay, Leute, ich würde sagen, darüber zu kommen, das probieren wir auf jeden Fall beim nächsten Mal und dann schauen wir, was uns dort erwartet. Also, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch ein Däumchen nach oben oder eventuell so ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.